Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus meinem Garten, aus meiner Chill-Ecke und melde mich mal anders als sonst. Normalerweise würde ich euch jetzt ganz fröhlich begrüßen, einen kleinen Vorgeschmack geben von dem, was kommt. Heute wird alles anders sein, in dieser Folge wird alles anders sein. Ich habe circa vor einem Jahr, allerdings glaube ich war es noch im Oktober, irgendwo der 20. rum oder so, da habe ich ein Video gebracht mit offenen Worten und das möchte ich heute auch wieder machen. Und ich hatte die letzte Zeit auch schon Gedanken, ob das vielleicht generell gar nicht so schlecht wäre vom Timing her, das auch in dieser Herbstzeit dann immer mal zu machen. Der Titel des Videos geht in verschiedene Richtungen. Was letztendlich dahinter steckt, werdet ihr nur erfahren, wenn ihr das Video seht. Ich bin weder auf Clickbaiting hinaus oder sonst irgendwie... habe ich auch keine bösen Absichten, irgendwen mit dem Titel meines Videos hinters Licht zu führen oder so ähnlich. Zu den offenen Worten gehört auch das Thema gerade, denn ja, es gibt verschiedene Sachen, über die ich jetzt reden möchte. Es sind ja jetzt mittlerweile über 120 Videos, die ich bei YouTube hochgeladen habe. Und da steckt auch jedes Mal unglaublich viel Energie hinter. Ich mache mir immer... ja, viele Gedanken, wie das Ganze letztendlich dann aussehen soll, das fordert Kreativität. Das erfordert aber auch Sachen, die man dann nicht so gut kann oder womit man Schwierigkeiten hat oder die einem generell einfach schwieriger fallen. Und ich kann mit meinen Titeln und der Titelbeschreibung und den Thumbnails, den ich mache, das ist für mich die größte Herausforderung. Thumbnails sind übrigens die Bilder, die euch angezeigt werden, bevor ihr auf ein Video klickt. Ich bin kein Freund von Clickbaiten, dennoch ist in dieser YouTube-Welt, sag ich einfach mal, Verschiedenes möglich. Egal wie man es anpackt, man kann es professionell machen, man kann es machen wie ich, man kann das auf verschiedenen Ebenen irgendwie machen und regeln. Und es gibt natürlich den YouTube-Algorithmus und gewisse Vorbedingungen, die mein Leben... Oder Sachen, die, wenn ich sie befolgen würde, mein Leben auf dieser Plattform einfacher machen. Dennoch stören mich viele Sachen auf dieser Plattform. Ist ja nicht so, dass ich meine Wunschplattform gewählt habe in der Form, wie sie meine Werte vertritt, sondern sie ist, wie sie ist und bietet mir tolle, große Möglichkeiten, ein Publikum zu erreichen. Und das ist ja so erstmal was total Positives, Schönes. Dennoch funktioniert diese Welt nach Mathematik und der Algorithmus ist ja zum Beispiel auch so ein Ding, nach dem ich mich ungern richte. Es ist einfach so, dass man so einen Kompromiss finden muss, also jetzt bei meiner Person, einen Kompromiss finden muss, was man mitmacht und was man nicht mitmacht, weil wenn ich langweilige Titel schreibe oder langweilige Thumbnails mache, dann ist das etwas, was visuell dann nicht auffällt, sag ich mal. Auch vom Worte nicht auffällt, von dem Kick, den ihr braucht, um auf ein Video zu klicken oder den Anreiz, den Mehrwert. Und es soll auch immer auf der Verpackung stehen, was in der Verpackung drin ist. Und ich sage euch, das ist so unglaublich schwer. Und das ist echt eins der schwierigsten Sachen für mich, das mit unter einen Hut zu bringen. Da verbrenne ich sehr viel Hirnschmalz, könnte man sagen, und am Ende kommt dann doch alles anders oder ich mache was und bin hinterher dann doch total unzufrieden, wie es ist. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, ich habe letztens eine Folge gedreht oder zwei Folgen letztendlich, aber eine richtige, der ich gezeigt habe, wie man Waschmittel selber machen kann aus Kastanien und Efeu, was eine total sinnvolle Sache ist, dass man weiß, dass es sowas aus der Natur gibt. Es geht eigentlich gar nicht direkt darum, dass jeder gleich ins Handeln kommt. Es ist schön, wenn es passiert. Ich habe mich auch mega gefreut, dass da Leute das nachmachen. Und die ganzen Werte und Zahlen, die mir YouTube liefert, für alle, die aufs Video geklickt haben, haben auch gezeigt, dass es gut angekommen ist und sehenswert war. Auf der Ebene erkenne ich dann auch schon, dass es so gut ist, wie ich das mache. Auf anderer Seite, dadurch, dass ich das freie Schnauze mache und dann doch eher... ich sag mal, nicht gerade algorithmuskonform, ist es auch so, dass ich mit meinen Themen, und die wechseln sich ja mal ab, ich hatte einen Podcast drin, ich habe jetzt die Humushüter, dann habe ich meine Gartenrundgänge, dann habe ich aber auch mal was Praktisches und. Das sind verschiedene Sachen und im Grunde genommen beißen die sich und ich mache mir damit das Leben auf YouTube schwer.
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mache ich es mir leicht, weil ich auf diesem Wege viel freier Videos für euch machen kann. Ich kann mich da auch von meinen Grundwerten so gar nicht verbiegen und für mich ist das so ein Mittelweg aus allem. Ganz zufrieden fühle ich mich nicht, aber ich gebe mein Bestes, weil es um die Sache geht. Und deswegen, ja, so mal dahingestellt. Das ist so das erste Thema, was ich auch besprechen wollte. Darüber hinaus, weil es jetzt gerade auch den Kanal so direkt betraf, ist es so, dass mich noch mehr stört und womit ich mich auch dann selber unter Druck setze, weil ich weiß, was da an Arbeit letztendlich hintersteckt. Auch wenn ich sie generell immer gerne mache, ist das dann doch in gewissen Fällen der Fall, dass es sich nach Arbeit anfühlt. Um das mal konkret werden zu lassen, ja, so ein Kanal entwickelt sich, es ist ein Prozess, Videos werden auch besser, also subjektiv betrachtet auf jeden Fall. Und man geht so mehr seinem roten Faden nach und als ich hier angefangen habe im Vergleich zu jetzt, war es halt was anderes als das, was es jetzt ist. Klar, ich wollte Menschen inspirieren, anstecken da draußen. Der Nachhaltigkeitsgedanke war am Anfang noch nicht so ausgeprägt. Das hat sich auf jeden Fall total gedreht und dann fang ein an, Sachen zu stören wie der Kanalname, Projekt Schrebergarten. Warum habe ich damals diesen Namen gewählt? Ich hatte vor diesem Projekt ein anderes Projekt, da habe ich eine BMX-Skatebahn, Dirtbike-Bahn betreut. Dirtbikes sind kleine Mountainbikes, mit denen man ja, Tricks machen kann, in den Lüften irgendwas machen kann, springen, weit springen, was weiß ich. Gibt es ja viele verschiedene Sachen. Ja, und da war ich halt viel am Buddeln und am Machen und am Tun und das war für mich ein Projekt. Und ja, das war, weiß ich nicht, damit habe ich für mich persönlich was Positives verbunden. Jetzt bin ich in dieses Projekt gestolpert und habe es dann Projekt Schrebergarten genannt, auch aus dem Grunde, da drüben musste ich auch einen Namen finden. Ich kann es von hier übrigens sehen, mein voriges Projekt, beziehungsweise die Bäume, die direkt dran grenzen, das ist nicht weit. Das brauchte auch einen Namen und da macht man sich Gedanken, was für ein Name ist sinnvoll. Ich könnte jetzt irgendeinen tollen Fantasienamen nehmen oder irgendeinen richtig geilen Namen, den ich toll finde. Weil ich ihn toll finde, der aber nach außen nichts aussagt und ja, womit man oder womit Außenstehende dann nichts anfangen können. Ja, und das macht das Ganze dann ein bisschen schwieriger und somit verdreht man sich auch schon wieder ein bisschen, sucht dann wieder nach einem neuen Kompromiss und so weiter und so fort. Dennoch habe ich dann damals irgendwie ein paar Worte gefunden und es wurde dann Projekt Schrebergarten. Damit war ich auch soweit zufrieden, allerdings mittlerweile nicht mehr so. Ich würde mir da mittlerweile einen anderen Namen wünschen und grübel schon sehr lange drüber nach, wie das aussehen könnte, weil ich schon mit meiner Seite natürlich den Nachhaltigkeitsgedanken verfolge und das auch so kommunizieren und vermitteln möchte, ohne dass ich rede. Sprich, wenn jemand auf meinen Kanal geht oder meinen Kanalnamen sieht, dass der, also dass ihr da draußen dann schon angetriggert seid, in welche Richtung das geht, dass es von vornherein offensichtlich ist. Die Frage ist, inwieweit das in einem Kanalnamen auftauchen muss, weil es gibt ja noch den Titel, also den Banner, es gibt eine Kanalbeschreibung, es gibt ja, unzählige Möglichkeiten, wie man das kreativ gestalten kann, um seine Message rüberzubringen. Also ihr wisst jetzt von mir, dass ich mich an meinem eigenen Kanalnamen störe mittlerweile. Ob das auf Dauer ist, weiß ich nicht, aber meistens zeigt mir das die Richtung, in die es geht und Veränderungen gehören im Leben dazu und da spüre ich einfach, dass es irgendwann eine Veränderung gibt, wann auch immer das sein wird. Also wenn ihr da Ideen für Kanalnamen habt, ich wäre euch sehr dankbar, jedem einzelnen Kommentar, der da drunter kommt. Das ist immer für mich so, wie soll man sagen, mein Kreativpool, um nachher meinen eigenen Namen zu finden. Oder manchmal trifft auch irgendwas auf einen selber zu, wo man selber auch schon Gedanken zu hat und dann passt es. Das wäre natürlich der Ultra-Glücksfall. Aber mal gucken, das ist sowas, was sich entwickelt. Jetzt fange ich langsam an zu frieren, das ist nämlich arschkalt früh am Morgen. Ich wollte unbedingt in den Garten. Ich
wollte den Moment und das Wetter ausnutzen, um eine Folge zu drehen mit offenen Worten. Ja, und es geht noch weiter. Also es gibt noch verschiedene Themen in diesem Video. Es geht nicht nur einfach um den Kanal, es geht auch noch um meine Person. Ja, auch Privates. Ist ja schon, dass ich hier Privates preisgebe, sehr viel, aber vieles habe ich auch ferngehalten. Aber ja, es ist auch so der Punkt gekommen, wo ich über etwas, was in meinem Kopf rumtingelt, auch sprechen möchte. Aber bevor ich da hinkomme, möchte ich noch mehr über das reden, was ich gerade schon gemacht habe, weil das eine dann mit dem anderen nicht mehr ganz so viel zu tun hat. In dem Fall möchte ich erstmal bei der Kanalthematik bleiben und auch bei meinem Garten. Mein Garten, ja, ich habe euch ja mal ein Video vorgestellt, ein Hortus-Video, Drei-Zonen-Garten ist das. Ich gebe mir sehr viel Mühe mit diesen Videos, die sehr viel Wissen vermitteln. Merke aber auch, wenn ich solche Videos online bringe, dass sie deutlich weniger geguckt werden, weil ich natürlich mit meinem Format oder mit meinen Formaten Dinge durchmische und natürlich verschiedene Gruppen anspreche oder verschiedene Menschen anspreche, die ja bei mir unterschiedliche Dinge gerne sehen einfach. Und für die Kanalentwicklung totaler Nachteil. Auf der anderen Seite werde ich diesen roten Faden weiter verfolgen. Das habe ich letztens auch schon mal angekündigt. Da kriege ich hier schon Kondenswasser am Bad. Tau. Es war sehr neblig heute Morgen noch. Ja, und das ist das eine. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das Thema Hortus. Ich verfolge auch auf Instagram, da bin ich ja auch vertreten, das Thema Hortus, andere Hortusgärten oder andere, sagt man dann Horten? Oder bleibt es bei Hortus? Gibt ja so, ne? Egal, nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich auch schon länger das Bedürfnis, dass mein Garten offiziell ein Hortus wird. Die Sache ist die, dass ich nicht ganz so sehr auf Schubladendenken stehe, dennoch diese ganze Sache dahinter sehr gut finde und unterstützen möchte. Und für mich klingt es in meinen Ohren dann auch irgendwie noch besser, weil ich finde Hortus ein total schöner Name. Und jetzt fehlt er halt noch in meiner persönlichen Entwicklung, was meinen Garten angeht. Ich habe mir ja mal gesagt, ich erfülle die Voraussetzungen nicht, wurde jetzt aber schon mehrfach belehrt von außen, alle Hortus-Gänge, alle Hortus-Sympathisanten, die mir geschrieben haben in tollen Kommentaren, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass ich noch kein Hortus habe und sich das dahin entwickeln kann. Soweit war mir das bewusst. Es ist aber so, wenn man diesem Hortus-Netzwerk beitritt, geht es noch um andere Kriterien. Das habe ich immer ein bisschen eng gesehen. Dem habe ich mich mehr geöffnet und gelockert. Nicht darin, dass ich es ungern mag, irgendwie in einen Rahmen gezwängt zu werden, mich gerade schon mal anklingen habe lassen. Und das betrifft dann auch das, also ich gehe dann gewissenhaft bei, habe mir angeguckt, ab wann ich meinen Garten offiziell Hortus nennen kann. Darum geht es auch, dass ich mich in einem Hortus-Netzwerk anmelden möchte, im Hortus-Netzwerk. Das möchte ich mittlerweile ganz gerne tun, obwohl ich das lange nicht wollte, weil ich dachte, das passt nicht. Das Leben bedeutet halt Veränderung und so habe ich mich dem Hortus-Thema wieder geöffnet. Und das ist genau das Gleiche. Ich tue mich mit dem Namen schwer. Das Einzige, und das ist das erste Mal mir im Kopf gekommen die letzten Tage, und deswegen spreche ich das jetzt wohl auch an, weil ich das gedanklich nicht loslassen konnte. Mir tingelt ein Name im Kopf rum, der auch in den Kommentaren bei mir aufgetaucht ist. Und zwar ist das Name von jemandem, der kommentiert. Ich habe den nicht jetzt komplett so, dass ich den übernehmen möchte, sondern nur ein Teil davon. Und zwar ist der mir nicht nur auf der Ebene begleitet, sondern auch, ich bin Doku-Junkie und schaue gewisse Sendungen gerne. Auch so alte Mythen, Rätsel und so weiter und so fort. Und dass mir gerade in, ich glaube, Mittelamerika war das, wieder etwas über den Weg gelaufen, und ich will jetzt gar nicht länger um heißen Brei reden. Es geht um den Namen Pachamama. Was das bedeutet, möchte ich jetzt selber so gar nicht erklären. Ich werde euch das mal nebenbei einblenden. Es geht auf jeden Fall um Mutter Natur. Das hat was Kulturelles, was Geschichtliches, was dahinter steckt. Und
Wind muss auch mal sein. Ich glaube, wir haben bisher ganz gut Glück gehabt in dieser Folge. Ja, es ist so, dass ich Pachamama auch schön finde. Klingt in meinen Ohren sehr schön. Und ich dachte an den Namen Hortus Pachamama. Da würde mich eure Gedankenwelt zu interessieren. Vielleicht lässt sich auch dieses Pachamama-Ding in meinen Kanalnamen einfließen. Ließe sich das in meinen Kanalnamen einfließen. Ja, wie gesagt, über eure Gedanken wäre ich sehr, sehr dankbar. Schreibt das und das Video. Damit würdet ihr mir helfen, da voranzukommen. Und ja, ich mag das auch zu reflektieren mit euch. Es ist nicht, ich habe immer meinen eigenen Kopf, aber ich mag das, so eine gemeinsame Kreativität zu haben und da was voranzubringen. Auch wenn das in diesem Falle so gesehen erstmal nur mich betrifft. Es ist ja natürlich über den Tellerrand hinaus gesehen auch etwas für euch und für die Menschen, die ich damit erreichen möchte, also für uns alle. Jetzt friere ich mittlerweile aber richtig doll und habe schon kalte Fußspitzen. Ich glaube, wir haben heute Morgen nur 3 Grad, aber ich ziehe das jetzt mal durch. Ich muss sagen, und so ergibt mir das in allen Videos, dass ich in diesem Moment gerade ein bisschen auffälle. Ich denke, man merkt mir in meinem Video auch eine gewisse Ernsthaftigkeit an und auch, dass mir so ein bisschen das Lächeln fehlt. Und meine Frohnatur, die ich sonst auch immer in meinen Videos zeige, obwohl immer so ein Wort ist, es ist ja mal so, immer so. Dennoch ist der heutige Tag oder auch dieses Video kein Video, in dem ich gerade groß Freude rüberbringen kann, weil ich selber gerade in einer Lebenssituation stecke, in einer Phase stecke, die total herausfordernd für mich ist. Deswegen auch der Titel dieses Videos und deswegen auch alles so ein bisschen konfus und durcheinander vielleicht ein bisschen, obwohl so ein gewisser roter Faden bestimmt drin ist. Kann ich wohl nicht anders. Ich versuche es auf jeden Fall immer. Und ja, es hat alles so seine Gründe und ich habe im Privaten oder ich habe halt gerade riesen Herausforderungen. Ich stelle mir Lebensfragen. Ich bin knapp 40, vielleicht ist das mal wieder eine Midlife-Crisis, wobei ich von diesem klassischen Bild, ich habe das mal gegoogelt, eher ab von bin und das bei mir anders aussieht, was das klassische Ding angeht, aber es ist schon so, dass ich Dinge in Frage stelle, die sehr tiefgründig und weitreichend sind, weltanschaulich sind. Ich stelle mir Fragen, die auch Leid in mir auslösen und ich erstmal verarbeiten muss oder ich muss erstmal alles, was dahinter steckt, verarbeiten. Ich bin immer sehr selbstreflektiert, auch wenn ich vielleicht nicht gleich alles so ergründen kann, bin ich immer hinterher, mich selbst zu ergründen und zu reflektieren und zu gucken, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass ich mich jetzt gerade so fühle, wie ich mich fühle. Was die Ursache dafür ist, warum ich gerade so bin, wie ich bin, oder handel, wie ich handel, oder was auch immer. Und ja, somit habe ich jetzt tatsächlich den roten Faden verloren. Aber ja, unterm Strich, ich kriege den Satz jetzt nicht zu Ende, der ist mir jetzt verloren gegangen, aber das gehört dazu, das möchte ich jetzt auch ziehen lassen. Ich möchte so ein bisschen anders den Bogen jetzt schlagen und zwar für alle, die auch schon aufmerksam meinen Kanal studiert haben oder auch unter meinen Videos sich durchgelesen haben, was da steht. Das ist übrigens auch etwas, was für mich zu den Dingen gehört, die ich noch gerne wieder überholen möchte auf meinem Kanal, weil ich da schon eine Veränderung in mir sehe und ich das schon wieder anders transportieren möchte. Deswegen meine Kanalinfo, wie sie da steht, gehört noch geupdatet, aber dennoch steht da im Kern sehr vieles drin, was mich betrifft. Sonst würde es da auch nicht drin stehen und darüber steht halt auch, oder darin steht halt auch, dass ich mit aus gesundheitlichen Gründen das mache, was ich jetzt mache. Und es eigentlich so ist, dass ich... Oh, ich fange echt zu frieren an. Ein paar Menschen da draußen wissen,
dass ich mit Handicaps durchs Leben gehe. Natürlich Menschen um mich herum wissen schon genauer, was los ist. Ich nenne das auch immer verschönt Handicaps. Es ist bürokratisch, gesellschaftlich könnte ich das noch anders ausdrücken. Möchte ich an dieser Stelle aber auch ehrlich gesagt nicht tun. Es geht mir darum, dass ich das im Grunde genommen schon in der Zeit, wo ich meine Videos gemerkt habe, natürlich schon eigentlich mit offenen Karten spielen wollte, was bei mir los ist, um anderen irgendwie Mut zu machen. Habe dann aber gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist und dass, wenn ich Videos drehe, natürlich Menschen eher Videos sehen wollen und ne, an den Nachhaltigkeitsgedanken erinnert. Natürlich Menschen ansprechen möchte, um sie zu inspirieren und anzustecken. Und das, was ich tue, der fröhliche Lars, das bin ich, das ist authentisch. Da seht ihr schon sehr, sehr viel von mir, aber es gibt auch einen nachdenklichen Lars, einen, der Handicaps im Leben hat, immer wieder vor großen Hürden stand und gerade im Moment auch wieder steht. Und ich weiß, da draußen geht es vielen Menschen ähnlich. Jeder hat so seine eigene Geschichte und seinen eigenen Lebensweg. Deswegen ist es nicht von Mensch zu Mensch gleich runterzubrechen. Jeder hat einfach seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Erlebnisse im Leben durchgemacht. Und jeder hat unterschiedlich viel Kraft oder Stärke, um damit umzugehen. Der eine kommt damit besser klar, der kann schnell Dinge hinter sich lassen, den tangieren bestimmte Sachen nicht. Der geht ein bisschen lockerer durchs Leben und gibt es andere, denen fällt es ein bisschen schwerer. Die sind sensibler, ich bin sensibler. Und auch wenn sich mein Leben in vielen Phasen nach echten, unglaublichen Kraftakt anfühlt und auch mein ganzes Leben im Grunde genommen, gibt es Phasen zwischendurch, die in mir die Hoffnung halten oder den Glauben halten, dass es für mich auch irgendwann besser ist, sonst hätte ich mich auch schon längst aufgegeben. Und euch draußen, wenn ihr euch irgendwie angesprochen fühlt, aufgrund eurer Handicaps, euch genauso fühlt, auch vielleicht in dieser Zeit, dass es euch nicht gut geht, dass ihr schwer im Leben vorankommt, dann möchte ich euch Mut machen, gerade in dieser für mich selber sehr schwierigen Phase, dass gerade das, was ich hier mache mit der Natur, mit dem Garten, mit diesem Denken Richtung Nachhaltigkeit, es verändert sich ja was in unseren Verhaltensweisen, in meinen Verhaltensweisen. Ich mache gerade auch einen Werdegang durch, nee, Werdegang ist das falsche Wort, ein Prozess durch, wo mein Leben sich immer mehr Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Und dieser Garten und diese ganze Natur um uns herum, die ist noch deutlich mehr als einfach nur Nachhaltigkeit, sondern bedeutet auch Heilung, Gesundheit. Und ich glaube, nicht nur ihr da draußen mit euren Handicaps oder ich mit meinen, nicht nur wir haben Heilung bitter nötig, sondern unsere Gesellschaft auch im Ganzen. Und diese Natur, die kann uns unglaublich dabei helfen zu heilen als ganze Gesellschaft. Und mir persönlich hat die Natur unglaublich viel gegeben, richtig viel gegeben. Da war der Frosch gerade drin, ihr habt es gehört am Ton. Mir hat dieses Stück Natur so, so viel gegeben, so viel Heilung geschenkt, so viel Vorankommen im Leben. Das geht natürlich nicht ohne meine Person, weil ich natürlich ins Handeln kommen muss. Aber die Natur und der Garten, mein Projekt Schrebergarten, hat mir auf jeden Fall sehr dabei geholfen, schon sehr viel hinter mir zu lassen. Das, was ich hier mache mit euch, das hätte ich mir im Leben so gar nicht vorstellen können. Und auch, wie ich mittlerweile rede, wie ich mit Menschen kommuniziere. Ihr müsst verstehen, dass ich eigentlich, ja, was soll ich sagen, Hardcore ist so ein schlimmer Begriff, aber es war schon sehr, sehr ausgeprägte Sozialphobie.
dass ich nicht mal mehr mit Menschen reden konnte. Ich habe mich zurückgezogen, ganz allein, alles. Das habe ich schon alles durchgemacht und habe sehr viel davon hinter mir gelassen. Es gibt noch Baustellen in diesem Bereich für mich zwischenmenschlich, was ich auch zur Zeit merke, weil die letzte Zeit zwischenmenschlich sehr viel passiert ist, was bei mir sehr viel Leid ausgelöst hat und womit ich bis jetzt zu kämpfen habe. Aber ich bin vorangekommen und ich sehe das große Ganze und ich habe natürlich gerade wieder eine Phase, wo ich im Garten nichts schaffe, weil ich auch körperlich keine Kräfte habe. Vielleicht sieht man das. Das ist jetzt ein bisschen Zittern von der Kälte, aber es ist auch, ich bin nicht fit im Moment körperlich, es geht nicht. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt schon wieder ein guter Schritt, ich bin im Garten. Aber ich glaube, innerhalb der letzten Woche habe ich gar nichts gemacht, außer am Donnerstag, Freitag, ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber man kann sich das halt nicht aussuchen, was das Leben mit einem vorhat. Und ich nehme das so an, wie es ist. Das kann ich jedem von euch da draußen auch raten. Nehmt das so an, wie es ist, wenn euch Leid passiert, wenn es euch nicht gut geht. Geht raus in die Natur. Der Wald gehört zu unseren ureigensten Dingen. Ich bin auch gerne in der Nordsee, wenn ihr das Meer habt oder ein See, also Wasser, irgendwas, ein Bach, ein Wasserfall, geht dahin. Geht achtsam in die Natur, geht in euren Garten, geht gut mit eurer Umwelt um, geht gut mit euren Mitmenschen um. Ich weiß jetzt zu mir nicht, wie es jetzt die nächste Zeit weitergeht. Ich habe hier mein Projekt, ich habe das Projekt mit dem Stadtgarten, das ist, ne, da ist noch nichts versiegt oder so, da bin ich immer noch hinter. Das ist immer noch der große Plan. Darüber hinaus gibt es noch Dinge, die ich gerne erzählen würde, die auch wieder großartig sind, noch großartiger als das, was ihr bisher schon erfahren habt, was so bei mir alles passieren wird und oder bei uns. Also ihr Lieben, für alle, die zweifeln, leiden, oder vielleicht alle auch, die gut drauf sind, oder vielleicht auch gerade nicht so wirklich sind, wissen, wo sie sind. Es gibt Hoffnung für uns alle und es gibt etwas, woran ich glaube, was noch in mir ist, was ich gerade im Moment nicht ganz so fassen kann, aber was auch wieder kommen wird. Und lass uns gemeinsam heilen, vorankommen. Die Natur, die wir um uns haben, ist so unglaublich wertvoll und heilsam für uns alle. Ihr habt gemerkt, ich hatte in diesem Video keinen Vorspann wie gewohnt. Ich wollte das offen bis zum Ende laufen lassen. Ich habe euch mal was ins Video reingeschrieben zum Pachamama auf jeden Fall. Vielleicht gab es noch eine Verlinkung für etwas, was ich als wichtig empfunden habe. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen Dank für euer Ohr. Das waren offene Worte. Ich denke, ich habe soweit alles runterbrechen können, was mir gerade im Moment spontan auch im Kopf rumschwirrt, rumtingelt, was mal raus wollte. Ursprünglich wollte ich das nächste Gartenvideo drehen. Ich habe ja auch Humushüter gedreht und es geht ja darum, den Garten weiter vorzubereiten, die Beete vorzubereiten. Ich habe mich auch um meine Banane schon gekümmert, bin beim Kartoffelacker bei, war auch gestalterisch tätig. Das kommt dann halt die nächste Zeit wieder, wenn ich als nächstes wieder ein normales Gartenvideo drehe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter begleitet und das Ganze unterstützt und wir zusammentreten und zusammenstehen und die Welt ein bisschen verändern zusammen. Das würde mich total freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Lars.